Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und jetzt geht es endlich los mit der Haartransplantation. Falls du da draußen gerade zum allerersten Mal eingeschaltet hast, ja, dann check auch meine anderen Videos ab zur Haartransplantation. Das ist nämlich jetzt schon das vierte Video. Und falls dich eine Haartransplantation tatsächlich interessieren sollte, dann interessieren dich auf jeden Fall auch die vorherigen Videos von mir. Eine ganz wichtige Info noch vorab, Leute. Falls du da draußen keine Spritzen sehen kannst oder kein Blut sehen kannst oder generell so ein bisschen weiche Knie bekommst, wenn es um das Thema Operation geht, ja, dann solltest du an dieser Stelle jetzt ausschalten. Denn es ist klar, eine Haartransplantation ist immer noch eine Operation, ja, und dort wird mit Spritzen gearbeitet, dort fließt auch ein wenig Blut. Also von daher, ja, wer schön sein will, muss leiden, aber am Ende des Tages ist es halt so, ja. Also, falls du es nicht sehen kannst, ausschalten, falls es für dich kein Problem ist, kannst du an dieser Stelle ganz normal weiterschauen. Ja, Leute, starten wir jetzt mit dem Tag der Haartransplantation in Istanbul. Guten Morgen, Istanbul. So, Leute, es ist 6.20 Uhr, ein bisschen zu früh für meinen Geschmack, aber jetzt ist der Tag der Wahrheit. Let's go. Es ging dann morgens tatsächlich sehr, sehr früh los. Wir wurden um ca. 6 Uhr abgeholt vom Hotel und der Fahrer hat uns dann direkt ins Krankenhaus gefahren. Und das Krankenhaus war tatsächlich nur 5 Minuten entfernt vom Hotel, also das war relativ easy. Wir wurden dann von der netten Dolmetscherin wieder empfangen, ganz früh am Morgen, und die hat uns dann zum OP-Raum begleitet. Und ich persönlich muss sagen, der OP-Raum hat sich gar nicht so wirklich angefühlt wie so ein OP-Raum, sondern es war eher eigentlich wie so ein gutes Hotelzimmer, wo halt eine Liege ist anstatt ein Bett. Also von daher hat sich das alles sehr, sehr entspannt angefühlt. Angekommen im OP-Raum hat Anton dann erstmal ein sensationelles Outfit bekommen, ja. Er hat dann so ein kleines OP-Kleidchen anbekommen und schaut selber, das sah einfach sehr, sehr nice aus. Antonia, Hermann, schönen guten Tag. So, dann dürfen Sie sich auch hinsetzen. Ja, Leute, und warum hat Anton dieses OP-Kleidchen anbekommen? Nicht nur wegen der Transplantation, sondern auch, weil es jetzt 0 mm Rasur gibt. Also Anton wurde erstmal komplett rasiert. Nicht nur an den Seiten 0 mm, sondern auch auf den kompletten Schädel. Einmal komplett auf 0, bitte. Turn and look in my eyes and say how you love me. Danke, Daniel. Pleasure. An dieser Stelle nochmal ein Tipp, Leute. Falls du irgendwann mal eine Haartransplantation machen solltest, ja, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, mach dir eine komplette Glatze. Ja. Du könntest theoretischerweise auch nur hinten deinen Spenderbereich rasieren, aber Leute, das macht gar keinen Sinn. Ihr seht dann nachher aus wie hingekackt und hingeschissen, ja, weil nachher habt ihr hier eine Rasur, ja, also hinten sind dann eure Haare weg, an der Seite habt ihr Haare und vorne habt ihr transplantierte Haare. Ja. Das sieht einfach nur katastrophal aus. Und auch die Ärzte können einfach besser arbeiten, wenn ihr einfach eine komplette Glatze habt. Nach der schönen Rasur durfte Anton sich als allererstes mal nochmal kurz hinsetzen auf die Liege. Und dann wurden noch ein paar Snapshots für Instagram gemacht. Ja, muss natürlich sein, geht nicht ohne. Dann wurde Anton ein Verband umgelegt, also einmal so ein Turban um den Kopf. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, denn Anton kriegt da später Betäubung als auch Spritzen in den Kopf, so eine Art Kochsalzlösung. Und damit das Ganze nicht einfach runterläuft, wird erstmal so ein kleiner Turban um den Kopf von Anton gewickelt, damit das Ganze später auch perfekt hält. Als Vorsichtsmaßnahme bekommt man dann zusätzlich auch nochmal eine Injektion in den Arm, ja. Wird gar nicht verwendet, aber man weiß ja nie, falls bei einer Operation irgendwas mal schief laufen sollte, ja, hat man dann auf jeden Fall zur Vorsicht auch noch eine Injektion im Arm. Bevor es dann eigentlich mit der OP losging, hat Anton dann nochmal eine Tablette bekommen und auch nochmal einen Tipp an dieser Stelle, ja. Falls du da draußen mal eine Transplantation machen solltest, iss vorab auf jeden Fall was. Ja? Auch wenn du morgens keinen Hunger hast, ja, hau dir auf jeden Fall was zu essen rein oder pack dir ein paar Snacks ein und ein bisschen was zu trinken. Denn so eine Tablette, so ein Betäubungsmittel kann dich echt mal aus den Latschen hauen. Von daher ist es echt wichtig, dass du morgens, auch wenn es nur ein bisschen ist, ja, hau dir irgendwas rein, zwing dir ein bisschen was zu essen rein, weil dann geht es dir später auf jeden Fall besser. Und ich habe Anton dann später auch nochmal gefragt, wie es ihm ging. Anton, kurze Frage, wie fühlst du dich? Es wird langsam besser, weil ich hier gerade Pillen bekommen habe. Und du magst Pillen? Ja, wer mag sie nicht? Okay. Smarties for free. Smarties for free. Lecker, lecker. Dr. Balbi ist dann auch nochmal vorbeigekommen und hat die Haarlinie nochmal ganz genau nachgezogen und hat alles gecheckt, ob alles passt, und hat einfach nochmal alles kontrolliert, bevor es dann auch wirklich losgeht. So Leute, ich sehe jetzt auch perfekt aus. Ich habe Swag, wie man sehen kann. Ja? Und ich werde gleich auch mal ein paar Haare verpflanzen. Mal gucken. So Leute, und jetzt wird es ernst.
Als allererstes bekommt Anton einige Headshots, also einige Schüsse in den Kopf mit einer Betäubungspistole. Ja. Sieht alles ein bisschen brutal aus, ja. Ist es aber am Ende des Tages gar nicht. Das ist auch gar nicht so schmerzhaft, aber der ganze Spenderbereich muss natürlich betäubt werden und aus dem Grund wird komplett um den Spenderbereich herum eine Betäubung gesetzt und das Ganze passiert mit einer Betäubungspistole. Wie gesagt, sieht schmerzhafter aus, als es am Ende des Tages eigentlich ist. Danach kommen dann die Spritzen, ja, und dann wird halt in den Kopf gespritzt. Und in den Spritzen ist, glaube ich, so eine Art Kochsalzlösung drin, ich müsste jetzt lügen, aber da ist halt irgend so eine Lösung drin, die wird halt unter die Haut gespritzt, damit später die Grafts besser entnommen werden können. Und irgendwie sieht das so aus, als ob dann die Haut so ein bisschen aufquillt. Und ich glaube, die ersten Spritzen taten halt ein bisschen weh. Und das Ganze sieht natürlich auch ein bisschen blutig aus und nicht so geil, ja. Wenn man sich das anschaut, da kann man schon mal ein bisschen Gänsehaut bekommen. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, ist es eine Operation und es dient dazu, dass man später die Grafts besser entnehmen kann. Kurze Frage, wie fühlst du dich, nachdem du jetzt die Betäubung in deinen Hinterkopf bekommen hast? Absolut dizzy im Kopf. Okay. Das ist geil, wirklich. Okay. Wie doll tat es weh auf einer Skala von 1 bis 10? Also die erste Zeit war es so eine 7 und okay. Dann wurde es so eine 1. 1, okay. Ja Leute, und als wären 0 mm mit dem Trimmer nicht genug, jetzt kommt auch nochmal eine Nassrasur. Mit einem Nassrasierer wird der Spenderbereich nochmal zick zack schön rasiert, also komplett minus fast, ja. Dann geht's los mit der Entnahme der Grafts und die werden mit so einer Art, ja, wie soll ich sagen, das Teil sieht halt so aus wie so ein Bohrer bei einem Zahnarzt oder wie so ein Polierer bei einem Zahnarzt. Mit diesem Teil werden die Grafts dann Schritt für Schritt entnommen und zur Seite gelegt und gesammelt. Und da sieht man nochmal ganz schön, wie so ein Graft eigentlich aussieht. Und wenn du dir jetzt die Frage stellst, was zur Hölle sind eigentlich Grafts? Ich dachte, das ist eine Haartransplantation. Ja, Leute, das ist eine Haartransplantation, aber es werden sogenannte Grafts entnommen. Was sind Grafts? Grafts sind eine Follikeleinheit und diese werden dann von A nach B transplantiert. Also es werden nicht diese einzelnen Haare transplantiert, sondern diese ganze Wurzel und diese ganze Follikeleinheit wird dann von A nach B transplantiert. Und aus dieser Follikeleinheit können dann später mehrere Haare entspringen. Und das kann man auf diesem Schaubild auch nochmal sehr, sehr gut sehen. Während der Entnahme der Grafts ist Dr. Balbi auch nochmal vorbeigekommen, hat nochmal gecheckt und geprüft, ob alles passt, hat nochmal Rücksprache gehalten mit seinen Helfern und bei Anton lief wirklich alles top und reibungslos ab. Insgesamt wurden Anton 3.500 Grafts entnommen und diese Angelegenheit ist halt ein wenig blutig. Ja, das kann man natürlich nicht vermeiden. Wenn man so eine Follikeleinheit aus der Kopfhaut herauszieht, dann blutet es halt ein wenig. Aber diese Follikeleinheiten werden dann wirklich tatsächlich Step by Step einzeln rausgezogen, zur Seite gelegt und gesammelt. Und da sieht man auch, dass es ein bisschen blutig ist. Aber so eine Follikeleinheit ist wirklich super, super winzig. Und diese werden dann später, direkt nach der Entnahme, wieder dort eingepflanzt, wo keine Haare bzw. Grafts mehr sind. Ja Leute, in der Zwischenzeit bin ich dann noch mal kurz rüber zu einem anderen Patienten, der zum zweiten Mal in der Klinik war und das war mega interessant, weil der arme Junge, ja, der hat wirklich einen richtig harten Haarausfall, er hatte nur noch so einen Kranz, ja, Mitte 30 und nur noch so einen Kranz und da sieht er einfach mal nicht mehr mit 30 aus, sondern der sieht aus wie 50, ja. Und er hat sich dann gedacht, komm, scheiß drauf, ich mache auch eine Haartransplantation. Und er brauchte 2 Haartransplantationen. Also die erste wurde schon gemacht, ja, vor einem Jahr. Und auf diesen Bildern sieht man seine Haare, die vor einem Jahr schon transplantiert worden sind und auch schon nachgewachsen sind. Denn vorne hat er auch keine Haare mehr. Und jetzt ist sein Bereich hinten dran, also der Hubschrauberlandeplatz, ja, der hinten bei ihm entstanden ist auf dem Kopf, der ist jetzt dran und wird halt nochmal neu befüllt. Und ich persönlich fand es mega krass, wenn man das Ergebnis mal anschaut, ja, dann denkt man so, wow, shit, Alter. Also wenn ich Haarausfall habe, ja, dann kann man sowas auf jeden Fall machen, weil das sieht echt aus wie volles Haar. Wenn man sich das Vorher-Nachher-Bild mal anschaut, also ich muss sagen, echt, puh, Daumen hoch. So Leute, ich verabschiede mich jetzt hier schon an dieser Stelle aus der Klinik, werde jetzt schon früher nach Hause fliegen, denn die Operation an sich ist gar nicht so interessant, weil die Grafts werden ja jetzt von A nach B versetzt und das dauert jetzt halt Ewigkeiten und da jetzt dabei zu sitzen und Händchen zu halten, muss jetzt nicht sein, weil Anton ist groß genug und ich fliege jetzt halt schon einen Tag vorher zurück. Und die restlichen Videos und die restlichen Informationen zur Haartransplantation kommen dann natürlich auch in den nächsten Videos. Ja Leute, das war der Tag der Haartransplantation. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn man echt ein bisschen müde war. Und ich wollte jetzt auch nicht mehr so Ewigkeiten da bleiben, weil das Verpflanzen, also das Entnehmen und das wieder reinsetzen, ist halt jetzt echt nicht mehr so spannend. Ja? Also ich wollte den Anton einfach mal ein bisschen in Ruhe lassen. Aber wir sehen Anton bald wieder. 2 Wochen nach der Transplantation schaue ich mir seine Haare nochmal ganz genau an. Das Video geht auch bald auf meinem YouTube-Channel online. Und falls du dich für eine Haartransplantation in der Türkei interessieren solltest, ja, und dir noch ein bisschen unsicher bist, da habe ich was Gutes für dich. Denn
ein. Ricardo Quaresma, ja, portugiesischer Nationalspieler und Spieler bei Besiktas, ja, der war auch bei Elite her und der gute Bartmann hat das ein wenig begleitet. Checkt mal sein Video ab. Bartmann, Grüße gehen raus, Peace. Und ja, da kann man sehen, auch Fußballprofis vertrauen elitär. Also ihr braucht da wirklich keine Bedenken haben und alle Infos zur Klinik findet ihr unten in der Infobox. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, macht gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über eure Kommentare, ja, schreibt gerne rein, falls ihr schon mal Erfahrung hattet mit einer Transplantation oder falls ihr Fragen habt zu einer Transplantation, die will ich gerne beantworten. Macht's gut, bis dahin, Peace.